Das meinen viele und denken dabei an Woodstock als feierlichen Beerdigungsort. Vielleicht ist die gute alte Rockmusik wirklich still verendet, aber dann doch eher hier, bei den gepflegten, langhaarigen Rechtsanwälten, hier in den Chefetagen bei den Unternehmensberatern, hier in den gläsernen Räumen moderner Popmagazine. Die Band R.E.M. nennt diese Stadt Rockville und hat sich geschworen, niemals den Weg in diese Stadt anzutreten. In Rockville, so singen sie, sind die Totengräber der Rockmusik zu Hause. R.E.M. aus Athens im Staate Georgia, USA, werden seit einem Jahr als die große weiße Hoffnung in der Musik gefeiert. Und auch Rockville klatscht Beifall. Peinlich oder notwendiges Übel? The music industry is exactly that. It's a business. Genau so verhält es sich mit der Musikindustrie. Nur noch Geschäfte und ziemliche Ploppe. Aber man kann lernen, damit umzugehen. Wir haben immer rechtzeitig die Kurve gekriegt, weil wir es wollten. Die Musikindustrie ist ein Spielzeug, mit dem du, wenn du geschickt oder erfolgreich bist, zu deinem Vorteil spielen kannst. Im Augenblick bekommen wir alles, was wir wollen, von einer großen Plattenfirma. Einen guten Verteiler für unsere Platten und Geld, um neue zu machen. Ohne Nachteile für uns. Ja, würden wir mal so richtig daneben hauen, könnten wir schon Probleme mit denen bekommen. Bis jetzt war das nicht der Fall und die Firma behandelt uns dementsprechend gut. Im Augenblick bestimmen wir. Es ist immer gut, anerkannt zu werden. Gleichzeitig ist uns dieser Zustand fremd. Schließlich spielen wir in erster Linie für uns, um uns gegenseitig zu unterhalten. Auf einmal liest du in der Zeitung, wie großartig das alles klingt, was wir spielen, und denkst heimlich, naja, irgendwann führen sie dich vor. Es kommt dir wie ein Scherz vor. Klar, besser geliebt als nicht. Aber das ist nicht alles für uns. Ich denke da ein paar Jahre zurück. Die Presse mochte uns auch damals. Und wir waren nichts weiter als ein Bar-Trio, ziemlich unbekannt. Und auf einmal, bestes Album 1984, es war ein Schock. Take a break, try to
Like a great take a break. We can't reach our destination. Still remains a way. But still remains a way. I like Rickenbackers a lot. I've used them, I kind of found out about them by... Ja, ja, der Kult mit der Rickenbacker-Gitarre. Ich mag sie, purer Zufall bei mir. Diese Gitarren haben einen Ton, der ist voll, satt. Und manchmal spiele ich auch noch eine Telecaster. Aber die Rickenbacker ist eigentlich die Gitarre, astreiner Klang. Du kannst sie schreien, wimmern oder röcheln lassen und dann wieder wunderschöne Engelsklänge. Kann ich nur jedem empfehlen. Hey, das war ein Spot für Rickenbacker. Krieg ich das bezahlt? Ich glaube, im Augenblick ist die gute alte Tante Rickenbacker ziemlich in Mode. Vor einiger Zeit wurde sie noch wieder gemacht, weil sie sich nicht für Heavy Metal eignete. Nicht das Richtige für Bands, die wie Led Zeppelin oder Cream klingen wollten. To get to play Cream and, you know, Led Zeppelin stuff.